und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von tobias.grill.de. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ich Asia-Rindfleischspieße herstelle. Was brauchen wir dazu für Zutaten? Und zwar 50 ml Reiswein, 150 ml Huisin-Soße. Huisin bekommt ihr schon in jedem Supermarkt, falls nicht dort, dann im Asia-Laden. Peperoni, rote, habe ich jetzt hier zwei Stück. Sind halt schon so die ganz normalen Peperoni. Und zwar Rindfleisch, das habe ich jetzt hier. Das ist ungefähr 600 Gramm aus der Hüfte. Bevor wir das allerdings zu den Spießen schneiden, fügen wir jetzt erstmal die Soße zusammen. Die Huisin-Soße in die Schüssel. Jetzt geht noch ein bisschen auskratzen, weil da sind halt noch etwas dickere Stücke mit drin, die dann halt den Geschmack mit ausmachen. Dann die Peperoni mit rein. Das bringt dann halt die gewisse Schärfe. Wenn ihr natürlich auch Chilis habt, ihr könnt auch Chilis nehmen. Peperoni ist jetzt halt hier so eine milde Schärfe. Keine großartige starke. Und den Reiswein. Vermischen wir jetzt alles miteinander. Ist auch schön flüssig. Das Ganze muss dann über Nacht ziehen. Das ist jetzt auch schön verteilt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das dann zusammenschneide. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Rindfleisch. Schön vorne gegen die Faser schneiden. Wir schneiden das ungefähr so, dass das dann halt so kleinere Lappen sind. Ungefähr so. Die werden, wie gesagt, über Nacht im Kühlschrank eingelegt. Erstmal in die Soße rein. Das mache ich jetzt mal so ein, zwei Male. 12 Stunden ist das Minimum. 6 Stunden geht zwar auch, aber dann ist es halt nicht so geschmacksintensiv. Wie gesagt, über Nacht im Kühlschrank und zur Zubereitung sehen wir uns dann nochmal wieder. So, die Asia-Spieße sind jetzt über Nacht eingezogen, 24 Stunden. Das sieht dann in etwa ungefähr so aus. Stellen wir jetzt nochmal kurz beiseite, weil wir wollen die auch noch glasieren auf dem Grill. Zur Glasur komme ich jetzt. Dazu nehmen wir einmal weiche Butter und 2 Esslöffel Huisin-Soße. Das ist jetzt eine Paste. Das passt eigentlich sehr gut. Das vermengen wir jetzt mit der Gabel zusammen. Mit der Butter zusammen. So, dass es dann eine schöne Paste gibt. Diese Paste, die werden wir dann gleich auf dem Grill oben auf den Spießen auftragen. Damit das Ganze nochmal eine schönere Geschmacksnote gibt. Ich versuche das jetzt nochmal zu rühren. Ich habe jetzt hier halt ganz normale Butter genommen. Bitte nehmt keine Leitbutter, weil Leitbutter ist halt wirklich eine Verarsche. Entweder richtig oder gar nicht. Wie gesagt, vermengt. Das muss dann ungefähr so aussehen. Ich rühre noch mal ein bisschen. Und dann grillen wir das gleich und dann wird das pro Seite dann einmal damit eingepinselt. Und dann kommen wir jetzt gleich erstmal zum Grillen. Zum Grillen selbst. Wie gesagt, die Spieße sind jetzt durchgezogen. Ich ziehe mir jetzt mal Handschuhe an. Ich möchte sie auch gerne wieder aufspießen. Und zwar habe ich jetzt auch wieder kleinere Spieße genommen. Auf diese Spieße zeige ich euch jetzt. Vorher wässern, logisch. Müsst ihr dann auch wieder im Zickzack-Verfahren. Am besten unten einmal durch. Dann wieder einmal so durch. Dann wieder zurück. Also die Marinade riecht schon sehr schön. Und dann auch wieder zurück. Dann macht ihr das Ganze, ist dann jetzt hier Monika-mäßig aufgespießt. Wieder auseinander. Ein bisschen schieben. Dass es dann circa so aussieht. Ihr merkt selber, es ist schon sehr dünnes Fleisch. Das braucht jetzt pro Seite nur eine Minute oder anderthalb. Sagen wir mal anderthalb Minuten pro Seite und dann ist es auch schon gut. Pro Seite dann auch einmal einpinseln, aber das zeige ich euch dann gleich. So, die Spieße sind aufgespießt. Zeige ich euch mal kurz hier. Die lege ich jetzt auf den Grill. Ich lege das mal dahin, mache den Grill auf. Der Grill ist vorgeheizt, direkte Hitze auch wieder. Und wie gesagt, pro Seite höchstens anderthalb Minuten. Wenn wir die dann gewendet haben, werden die dann mit der Marinade nochmal oder beziehungsweise mit der Butter
nochmal eingepinselt. Ich kann euch sagen, so wie es jetzt schon riecht, es würde euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ich mache hier mal so ein paar Spieße drauf. Zwei Stück habe ich jetzt noch. Ja, kriegen wir alle drauf, komm. Kriegen wir alle drauf. Wie gesagt, 1,5 Minuten pro Seite. Ich mache jetzt den Deckel nochmal zu. Und dann zeige ich euch gleich, wie das dann eingepinselt wird. So, 1,5 Minuten sind rum. Seht auch schon die schönen Chili-Stücke. Beziehungsweise sind ja keine Chili, ist ja Peperoni. Schönes Branding auch. Jetzt kommt nämlich der ganze Saft da raus, den wir über Nacht in das Fleisch haben einziehen lassen. Da die Seite ja schon fertig ist, drehe sie jetzt alle erstmal einmal ganz kurz. Nehmen wir dann, schieb das hier einmal, dann nehmen wir dann nämlich eben halt den Pinsel zur Hand und pinseln dann alles so weit ein. Mit der Butter und der Huisin-Soße. Das schmilzt sofort, das ist halt klar, logisch, ne? Ist halt Butter. Ist auch ein schöner Geschmacksträger in dem Fall. Ihr braucht das danach auch nicht mehr salzen oder pfeffern oder würzen oder irgendwas. Es ist von der Huisin-Soße schon so ein Geschmack drin, dass das völligst egal ist. Der Eigengeschmack von der Huisin-Soße ist halt schon sehr extrem, jetzt durch die Butter auch nochmal unterstrichen. Das ist jetzt wie gesagt die letzte Seite und nachher auf den Teller kommt dann oben noch mal ein bisschen von der Butter dann drauf und dann kann gegessen werden. So, nächsten 1,5 Minuten sind vorbei. Ich nehme jetzt nur mal einen raus für ein Tellerbild. Nehmen wir am besten den hier. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sobald er auf dem Teller liegt, schmieren wir diesen dann nochmal mit der Butter ein, so dass er da oben drauf schön kommt. Und dann verzieren wir das Ganze noch ein bisschen mit ein bisschen Peperoni-Stückchen. Das sind dann die Asiaspieße. Ich hoffe, hat euch das Rezept gefallen. Weitere Rezepte und Tipps und Tricks auf meinem Blog auf tobias.grill.de. Bis zum nächsten Mal.